auf ins Abenteuer und vor allen Dingen raus aus der Stadt, heißt es in dieser Folge. Aber vorher heißt es noch kurz ein kleines Gespräch mit dem Hund. Der ist hier so aufgeregt. Gucken, was der zu sagen hat. Murphy auf dem Friedhof. Was macht der eigentlich auf dem Friedhof? Ein Hund auf dem Friedhof, das kann ja wohl nicht wahr sein. Hey, wow. Das ist ja geil. Hey, wow. Ich habe mich gewundert, wo dieser wahnsinnig tolle Geruch herkommt. Welche Stiefel hier so wahnsinnig toll riechen. Und sie kommen, und der kommt von dir. Das ist ja großartig. Wow. Also da begeistert Murphy. Murphy ist total begeistert. Ich bin Murphy, Jakes Hund. Oh, Moment mal. Ach, das ist der Hund. Ach, deshalb ist der hier auf dem Friedhof. Das ist wahrscheinlich hier das Grab von dem Jake. Von dem Counselor, der umgebracht wurde. Das ist der Hund von Jake. Okay, so rum. Und der ist total begeistert. Wow, und ihr riecht so toll. Habt ihr euch in toten Dingen herumgerollt? Das ist mein Lieblingshobby. Das ist auch mein Lieblingshobby. Wahrscheinlich, weil wir Untote bekämpft haben. Oh, haben wir überhaupt schon Untote bekämpft? Ja, doch, irgendwie in der Höhle, glaube ich, waren welche. Riechen wir auch so ein bisschen nach Untoten. Und der Hund ist total begeistert davon, dass wir jetzt auch nach Untoten, nach Toten riechen, so rum. Wir haben uns allerdings nicht darum rumgerollt, wie er es so gerne tut. Na dann, erzähl mir doch mal was über dich, Junge. Wisst ihr, wer mir fehlt? Jake. Manchmal saß er einfach nur so rum und war großartig. Und ich habe ihn dann so angesehen mit dem Blick, und mit einem Blick, der sagte, du riechst gut. Und er würde mich ansehen mit einem Blick, der sagte, du auch, Murphy. Und er war mein bester Freund. Oh Gott, der Arme. Ich bin hierher gekommen, um Jake wieder zu riechen. Er roch so toll. Aber was immer da begraben ist, riecht überhaupt nicht nach Jake. Aha, jetzt wird's doch ein bisschen interessanter. Nein, definitiv nicht Jake. Er war so toll. Awesome. Okay, also hier ist nicht Jake drin. Wen haben sie denn da begraben? Dann fragen wir ihn doch mal. Was weiß er denn über den Tod seines Meisters? Oh. Wenn ich jemals herausfinde, wer Jake tötete, den großartigsten Jake, den es jemals gab, der jemals jakete, dann werde ich so richtig bellen. Und zwar so richtig. Also ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen, ich werde so richtig, richtig bellen, werde ich dann. Das ist so geil, wie sie diese Tiere beschreiben. Total so typisch Hund in seiner völligen Begeisterung seinem Herrchen gegenüber. Wahnsinnig. Wahnsinnig cool gemacht. Ja, aber ich muss gehen. Hund, ich muss gehen. Tut mir leid. Da ist nicht. Ich kann das allerdings nicht untersuchen. Kann ich hier buddeln? Nee, da ist nichts. Hm? Was war das denn? Ah, aha. Okay. Nemris der Weise liegt hier. Und wir dürfen jetzt unsere Augen aufreißen. Vor Begeisterung. Aha. Erzähl mir was von dir. Hahaha. Wenn ich mich vorstellen muss, Nemris der Denker ist, der Theoretiker, der Visionär ist sein Name. Aber sicher fehlt euch genau wie mir die Zeit für solche dummen Fragen. Ihr seid ein Autor, wollen wir wissen? Ich habe so viele gefeierte Schätze geschrieben. Nee, Treaties, Vereinbarungen, Verträge. Aber natürlich habt ihr die Philosophie des Todes gelesen. Ein Diamant in meiner literarischen Hinterlassenschaft. Schade, dass so wenige meine Worte verstehen. So. Ja, jetzt könnten wir hier seinen intellektuellen Test annehmen, aber ich fürchte, da werde ich wahrscheinlich versagen. Wir fragen jetzt erstmal, ob wir hier seine Philosophie der Toten lesen können.
Ihr könnt und ihr müsst sogar. Aber leider wurde ich nicht mit einer gedruckten Version der Blaupause meines Genies beerdigt. Okay, aber keine Sorge, eigentlich müsste das Buch irgendwie in jeder Bibliothek in Rivellon vorrätig sein. Das sollte kein Problem sein. Na gut, dann machen wir jetzt mal den Test. Achso, nee, vielleicht sollte ich das Buch dann vorher erstmal lesen. Na, dann lassen wir das. Ich wollte ja eh aus der Stadt raus. Ich komme schon wieder nicht aus der Stadt raus. Was hat die noch zu sagen? Ja, die verabschiedet sich bloß von ihrem blöden Mann. Oder von wem auch immer, keine Ahnung. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau gelesen. Jede Menge Grabsteine, auf denen kann man bestimmt lustige Inschriften lesen. Hier liegt Catherine. Ich weiß, ich bin ziemlich großartig. Ich tippe mal, dass auf den anderen Steinen auch viel lustiges Zeug steht, aber das würde ich sagen, lest ihr euch mal lieber in der Vollversion durch. Würde nicht alles verraten. Ja, nee, mit dem sprechen wir jetzt nicht. Jetzt gehen wir erstmal aus der Stadt raus. Wäre mein Vorschlag. Zur Güte, jetzt regnet es hier schon wieder. Aber nur an der einen Stelle. Ein bisschen merkwürdig. Na gut, dann schaue ich mal hier rein. Ach, das ist der Totengräber. Okay. Schauen wir mal, was der so hat. Kleine Heilportion, kann ich ihm die klauen? Zack. Ja, damit. Robert's Ledger. Kann ich da rein? Nehmen wir das doch mal mit. Shit. Das ist jetzt reichlich schief gelaufen. Ich wollte nicht... Fuck, ey. Kann ich das nicht irgendwie... Scheiße, jetzt habe ich die ganze Ware gegen mich. Oh, nee. Nee, oder? Oh, fuck me. Ich weiß nicht, wo ich das letzte Mal gespeichert habe. Wo habe ich das letzte Mal gespeichert? Oh, es gibt ja kein Autospeichern. Nein, bei dem drinne. Fuck. Ich kann die jetzt nicht killen. Ich brauche die bestimmt noch. Scheiße. Was habe ich denn gemacht? Eigentlich habe ich nur mit dem blöden Hund gesprochen. Das kann ich ja auch andermal nochmal machen. Ja, machen wir das jetzt so. Shit, ey. Fuck. Das mit dem Clown ist echt ein bisschen gefährlich. Wenn dann gleich die ganze Wache, dann muss ich ja die ganze Stadt auslöschen. Das will ich ja auch nicht. Schade, dass da keine Option. Dann kommt von wegen, ja, hier wurde es entdeckt. Kann sich gefangen nehmen lassen oder so. War hier noch irgendwas? Die Controller, den hatten wir, das hatten wir gemacht. Das Flair-Skillbuch, das kaufe ich schnell. So, zack, her damit. Danke, danke. Quatsch mit mir. Danke. Das brauche ich ja nicht. Was wollten wir hier? Firefly ist, glaube ich, neu. Zack. Ja. Phoenix Dive. Feuerelementar. Lightning Strike. Was ist das? Zeigt er mir nicht an. Eiswand. Winter Breath. Ist gar kein Regenerationszeug hier. Scheint sich immer ein bisschen zu ändern, was er hat und was er nicht hat. Hm. Naja, ist nicht so schlimm. Ach, das ist ja wieder ärgerlich. Zack, nee, das nicht. Zack, 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 zack. Zack, zack. Angel braucht kein Schwein. Zack.
Her damit. Insufficient Funds. Oh. Ja, dann halt. Phoenix Dive nicht. Reicht immer noch nicht. Oh, Mann. Nimm halt die blöde Schaufel. Will er nicht. Reicht sie mir jetzt? Nein, reicht immer noch nicht. Nix. Nee. Das ist zu viel. Was habe ich denn hier? Firefly. Dat. Jetzt habe ich zu viel Geld gegeben. Nein. Es wird alles immer schlimmer. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Das ist jetzt die Panik. Da wird jetzt alles schief gehen. So, nee, eine behalte ich mal. Ja, weg, 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 weg. Ja, so, jetzt, hier. Welche war das jetzt? Ist das Projekt Phoenix Dive jetzt gekauft oder nicht? Ah, verdammt. Den Feuerelementar habe ich nicht gemacht, ne? Genau, den habe ich nicht. Ja, dann gleichen wir das halt aus. Zack. Danke. I'll take my leave. So. Und hier waren die Sprüche, die ich noch gelernt hatte. Das rüber. Feuerelementar. Lernen, danke. Firefly lernen und Lightning Strike. Die Heilsprüche, die fehlen jetzt tatsächlich. Das ist doof. Naja, gut. So hart auf Harz wird es schon nicht kommen. Hart auf Harz. Ja, scheiß drauf. Fest brauchen wir nicht. Mitgekommen. Mitgehangen, mitgefangen. Ich hatte mit dem Hund gesprochen, aber das Gespräch, ja, das hole ich mal in der Pause nach, das ist nicht so schlimm. Jetzt gehen wir nochmal kurz da zu der Leichengeschichte. Wo waren das? Ach, wir haben die ganze Cedric-Geschichte, ja, das ist auch nicht so wild. Das kann ich in der Pause auch nochmal schnell machen. Das ist nicht so schlimm. Hier vorne müsste der Marktplatz kommen, oder? Ja, genau. Und dann ist das Ding hier runter, oder? Oder da oben hoch? Ne, da geht's zum Gasthaus und wir sind ums Gasthaus rum. Oben rüber, dann... Was denn hier? Oh, hier. Robin sagt, niemand ist in der Gegend. Ihr werdet ja wohl keinen Aufriss machen, wenn ich hier mir mal einen Fisch ausleihe, oder? Oh, hier ist aber ein Citizen, der sagt... ...dass er das Wort Ausleihen wohl nicht so ganz richtig findet, denn er wird ja wohl eher einen Katzenzauberer sehen, als dass dieser Robin dem Händler das zurückzahlt. Wie gut für das so, ja. Tell me about yourself. Ah, okay, Robin will sich da rausreden aus der Sache. Wer ist er denn? My story is... Also dem Robin ging es eigentlich ganz gut, bevor es eben auch anfing, Cecil schlecht zu gehen. Aber das ändert ja nichts daran, dass ein Mann essen muss. Stehlt ihr oft, wollen wir wissen? Er hätte niemals geträumt, stehlen zu müssen, als die Zeiten besser waren. Aber welche Wahl hat er denn? Jetzt steht er vor der Wahl, stehlen oder verhungern. So ist das Wort. Also wählt er stehlen. Ist mir verhungern nicht reingefallen. So. Das wird doch interessant. Und was sagt Scarlett dazu? Moment.
Scarlett sagt, ja, der Händler muss aber auch essen, also lass den Fisch mal lieber liegen. Oder sie sagt, jeder muss doch, jeder braucht doch mal Hilfe. Nimm den Fisch und niemand außer uns wird etwas davon erfahren. Ja, schwierig. Diesen harten Zeiten. Ach, das ist aber... Was machen wir denn da? Ja, drücken wir mal ein Auge zu, blöder Fisch. Er muss ja wirklich was essen. Hier. Roderick, was sagt er? Sure, everyone needs a hand. Roderick sagt, ja, sicherlich braucht jeder mal Hilfe. Aber wer sind wir denn, dass wir quasi die Hilfe des Händlers anbieten können, ohne seine Zustimmung? Er soll mal lieber den Fisch da lassen. Und dann lassen wir die beiden nochmal streiten. Haha. So. Ah, und jetzt ist es, jetzt kann Scarlett entweder sagen, ja, dann machen wir es eben auf deine Art und Weise, oder sie kann eben ihre Fähigkeiten einsetzen, also ihm Angst machen, ihn charmant kommen oder mit ihm, mit Verstand mit ihm argumentieren. Jetzt werden quasi die Werte gegeneinander ausgewürfelt. Das ist eine Sache, da hatte ich irgendwie gelesen, dass es wohl im fertigen Spiel so sein könnte, dass die Figuren eben, dass die quasi zwingend gegeneinander ihre Werte, wenn man es alleine spielt, ausspielen lassen müssen. Und dass die vorher irgendwie so ein bisschen festgelegt werden. Aber ich weiß es auch nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall ist das natürlich eine ganze, ganz interessante Geschichte, wenn das zwei Leute im Koop-Modus spielen. Also wenn jeder quasi eine Figur hat, die er auch so levelt, wie er gerne möchte. Und wenn die beiden dann so ihre Streitigkeiten ja, beenden müssen, weil für eine Person ist es natürlich easy, er kann ja einfach eine Person in einem Bereich so hocharbeiten, dass sie immer den anderen übertrifft. Ich versuche jetzt mal zu charmen. Und Roderick versucht auch zu charmen. Und Scarlett hat aber gewonnen, deshalb machen wir es so, wie Scarlett sagt. Und Robin ist davon ganz schön begeistert. Oh, jetzt kommt hier eine Wache. Jetzt los. Sir, habt ihr gerade diesen Fisch gestohlen? Nein, nein, dafür habe ich bezahlt. Der Händler ist nur gerade weg. Aber ich habe bezahlt, ich habe davor bezahlt, sagt Robin, okay? Die Stadtwache. Ah ja, super. Jetzt fragt sie uns. Ja, wir haben das doch gesehen, dieses Ereignis. Was ist hier passiert? Der Mann sagt die Wahrheit. Er hat für den Fisch fair und square bezahlt. Ja, oder wir sagen halt, ja, der lügt ja wohl. Naja, jetzt haben wir es durchgehen lassen, jetzt müssen wir halt auch, jetzt können wir ihn nicht ans Messer liefern. Jetzt sagen wir halt, ja gut, okay, wir haben gesehen, dass der Mann bezahlt hat. Lass uns da also mit reinziehen in dieses Verbrechen. So schnell kann es gehen, Kinders. Und Roderick stimmt natürlich zu, weil am Ende sind wir eben doch ein Team. So. Das hat der Wache offensichtlich gereicht, denn Robin bedankt uns für unsere Diskretion und ist jetzt mal weg. Und die Wache sagt, ja, tut mir leid, das war ein ehrlicher Mistake. Fehler, tut mir leid, dass wir sie belästigt haben. Weitergehen. Jetzt können wir mal hier mit der Frau sprechen. Dieser Dieb ist frei. Aber ich frage mich, wie lange es wohl sein knurrender Magen gestillt ist, bevor er wieder auf seinen finsteren Weg geführt wird. Was haltet ihr vom Fischdieb, wollen wir mal wissen. Und diese Bürgerin sagt, ich kann eure Sympathie für den Mann verstehen, aber ihn für einen Tag zu füttern, wird seine Umstände kaum ändern. Ihr hättet besser daran getan, ihm substanzieller zu helfen, denn seinen kleinen Diebstahl hier zu verdecken. Da ist was dran. Ich hätte jetzt allerdings auch nicht direkt gesehen, dass ich da irgendwas hätte machen können. Okay. War wohl nicht so begeistert von. Und hier ist übrigens der Fischhändler, ne? Da hätte die Wache auch mal schnell rübergehen können. Ja, die hat aber leider keine Zeit zu chatten, sich zu unterhalten. Wenn sie nur einen Moment nicht aufpasst, dann werden ihr die Fische unter der Nase
geklaut und das ist ja immerhin ihr Lebensunterhalt. Ja, versteht man natürlich auch die Perspektive. Aber andererseits hat sie auch eine ganze Menge Gold, so ist jetzt nicht. So, was, wir haben sie jetzt gerade gefragt, also ich habe sie jetzt gerade gefragt, was hält sie denn von den Verstieben? Die Toten sind auf dem Weg, der Counselor wurde ermordet und jetzt. Und jetzt beschäftigen sich auch noch die Source Hunter mit einfachen Dieben. Die letzten paar Ehrlichen unter uns schwimmen gegen den Strom. Ja. Ich drück mir mal jetzt beide Augen zu. Hä, war das nicht hier irgendwie? Nee, das ist irgendwie woanders. Wo war denn dieses Geschäft? Hier ist eine Treppe. Hier geht's raus aus der Stadt. Ah, hier war das. Okay. So. Und jetzt wird mal gespeichert. Zack. New Save. 14. Zack. So, dann erzähl uns doch mal was. Sag uns doch mal, ja, So, was sind die schlechten Nachrichten? Hier, der Roberts geht schon gleich mal von schlechten Nachrichten aus. Ist aber auch kein Wunder, wenn jemand in sein Geschäft reinkommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mit schlechten Nachrichten kommt, recht hoch. Also, was sind die schlechten Nachrichten? Randalieren die Orks schon wieder durch die Docks oder haben diese vermaledeiten Statuen schon wieder irgendjemanden in den Tod geschickt? Was kannst du uns über Janks Mord sagen? Traurige Geschichte, so. Obwohl mich die ganze Sentimentalität der Sache als Totengräber nicht sonderlich berührt. Besonders nicht, wenn so viele durch die Orks und andere Sachen sterben. Mir geht es bloß darum, den Überresten einen respektablen Ausgang aus dem Leben zu bereiten. Wir haben ihn auf dem nordwestlichen Friedhof begraben. Vielleicht kann er da ein bisschen Frieden finden. Ja, von dem Hund wissen wir ja schon, dass er da gar nicht wirklich liegt. Was kann er uns denn hier über den Mord selber sagen? Ja, traurige Geschichte. An dem Moment, das war das, was wir schon hatten. Wegen Jakes Körper. Was ist damit? Habe ich nicht gerade gesagt, dass ich ihn respektvoll respektvoll begraben habe? Warum schaut ihr mich so merkwürdig an? Wenn es euch jetzt nichts ausmachen würde, ich versuche hier ein Geschäft zu leiten. Okay, also der weicht ganz schön aus. Das ist suspicious. Irgendwie Nine Inch Nails bringen uns jetzt mal nicht weiter. Ist hier noch irgendwas? Schauen wir mal in den Schrank. Oh, nehmen wir mal mit. Aber sonst ist, glaube ich, hier nichts mehr, oder? Sehe ich noch irgendwas? Nö. Wenn man jetzt bestimmte Fähigkeiten hätte, könnte man eventuell vielleicht irgendwelche Geheimnisse noch entdecken, aber da fehlt mir wahrscheinlich noch ein bisschen was. Jetzt versuche ich mal kurz, das nochmal da reinzukommen. Ich will hier dieses Robert's Ledger haben. Oh, jetzt hat er uns entdeckt. Okay, ja gut. Don't let it happen again. Komm. Ja. Schon wieder entdeckt. Ah, verdammt. Kommt schon wieder die Wachen. Das ist ja blöd. Na gut, pass mal auf. Ich mache das mal folgendermaßen. Ich mache jetzt mal eine Pause. Lad den Spielstand. Versuche in das Zimmer reinzukommen, ohne dass er mich entdeckt. Ich will dieses blöde Roberts-Buch da haben. Und wenn mir das gelungen ist, dann geht die nächste Folge weiter. Also, bis dann. Ciao.